Ja, ich freue mich für Roman. Löw hat auch Kontakt mit mir genommen. Und ja, ich finde auch, er hat es auch eigentlich verdient, insofern, weil er ist ein von unseren konstanteren Spielern diese Saison. Und wenn du dann eingeladen wirst für die Nationalmannschaft, dann ist das ein Kompliment für Roman. Und was er hat ein Einsicht, um einfach zu spielen für die Mannschaft. Und einfach ist nicht immer so einfach, wie man es sagt. Also ich glaube, natürlich ist es erstmal ein Riesenerfolg für ihn persönlich und es freut uns alle, dass er da nominiert wurde. Das hat er sich in der Tat verdient auch. Da kann er sich mal kurz auf die Schulter klopfen, weil er vom ersten Tag an hier wirklich alles richtig gemacht hat, was man eigentlich als Neuankömmling machen kann. Nämlich er hat sich erstmal den Verein beschnuppert. Seine neuen Mitspieler erstmal beschnuppert und hat sich dann halt intensiv mit einer guten Vorbereitung vorbereitet. Wie die Perspektive jetzt in der Nationalmannschaft aussieht, ich glaube, das entscheidet der Bundestrainer. Selbstverständlich hat er die Qualität, sich da durchzusetzen, weil er halt auch selbstverständlich Qualität hat für sein Spiel, was eine Mannschaft aber auch, denke ich, wie gesagt, braucht. Und von daher wird er sicherlich nie einer sein, der 10 Tore macht. Aber das ist auch gar nicht auf seiner Position gefordert und ich glaube nicht, dass er mit Hemmungen oder Bedenken jetzt zur Nationalmannschaft reisen muss. Die haben unheimlich viele Qualitäten in die Offensive und versuchen da auch nachzuspielen, spielen doch nach vorne, versuchen doch Druck zu geben auf den Gegner und haben dann viel Schnelligkeit, wo sie auch einige Spieler haben auf Mittelfeld, die Bälle auch schnell spielen können.